eine weitere Folge Videospielmythen hier auf Creepypasta Punch. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge Videospielmythen hier auf Creepypasta Punch. Wie bei jeder Folge, also bei allen der vorigen Folgen, wieder einmal 5 Mythen und direkt dahinter, ob sie wahr oder falsch sind. Viel Spaß! Mr. Mix, hilft Mr. Mix beim Kochen? In den 1990er Jahren gab es ein Spiel namens Mr. Mix. Es war ein Lernspiel für Leute, die sehr schnell schreiben oder genau das lernen wollten. Das Problem bei diesem Spiel war, dass der Schwierigkeitsgrad sehr seltsam und variiert war. Und so sollte man im ersten Spiel beispielsweise 10 Wörter in einer Minute schreiben, was kein Problem ist. Allerdings schon ab Level 3 sollte man 85 Wörter in einer Minute und ab Level 5 sogar 500 Wörter in einer Minute machen, was gar unmöglich war überhaupt zu schaffen. Viele Spieler sollen es probiert haben und seien einfach an diesem Level besonders gescheitert. Daraufhin gab es aber noch mehrere Sachen, die sich um dieses Spiel gemacht haben, mehrere Mythen. Denn es sollen Kinder, als sie geschlafen haben, von Mr. Mix geträumt haben. Er soll nachts zu ihnen gekommen sein und ihnen gesagt haben, dass sie ein Geheimnis für sich behalten wollen. Als die Kinder aufwachten, wussten sie, dass Mr. Mix zu ihnen gesprochen hat, aber keiner konnte sich an dieses Geheimnis erinnern. Das Spiel verkaufte sich allgemein auch wie zu erwarten sehr schlecht, weswegen es nur wenige Spieler gibt, die davon auch erzählen konnten. Popularität gewann es allerdings von einem ROM-Hacker, der es auch so weit gebracht hat, Level 5 zu überspringen mit einem Hack. Er sagte, dass nach diesem Level sehr verstörende Bildchen gezeigt werden. Das Spiel stürzt einfach ab und beim Hochfahren ist ein neuer Ordner auf dem PC. Dieser Ordner ist gefüllt mit Bildern von Menschen mit verzerrten und merkwürdigen Gesichtern, die dich alle anstarren. Es soll grauenhaft gewesen sein. Und andere Hacker seien noch weitergegangen, sind noch wieder das Spiel zum Starten gebracht und sind noch mehrere Level gegangen. Allerdings sind sie, als sie das getan haben, verschwunden oder psychisch gestört gewesen. Sie haben nie erzählt, was sie gesehen haben. Es muss anscheinend irgendetwas sehr Schreckliches gewesen sein, was nach diesem Level überhaupt kam. Eines Tages, was ungefähr 2 Jahre war, nachdem die ersten Hacker psychische Schäden gekriegt haben, wurde ein Mann festgenommen, der ein 8-jähriges Mädchen aus einem Süßigkeitenladen versucht hat zu entführen. Durch DNA- und Fingerabdruckanalyse konnte er als der ROM-Hacker von Mr. Mix identifiziert werden, also war er einer der Hacker, die weitergegangen sind im Level. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Kochmütze und hatte einen verstörenden Gesichtsausdruck. Das einzige, was er seither jemals gesagt hat, war: Ich bin Mr. Mix. Aber ist das wahr? Ist sowas Grausames um ein einfaches Lernspiel jemals passiert? Die Geschichte von Mr. Mix ist unglaublich und auch völlig verstörend und komplett erfunden. Diese gesamte Geschichte haben sich Leute einfach mal ausgedacht, um eine neue Creepypasta zu erschaffen. Es ist nicht klar, ob es eindeutig eine Creepypasta sein soll oder manche Mythen wirklich stimmen. Auf jeden Fall heißt es, dass dieses Spiel Mr. Mix nie wirklich existiert hat. Auch wenn Leute der festen Behauptung sind, es hat existiert und sie hätten es gespielt. Allerdings ist dieser Mythos vollkommen erfunden. Pokémon, das tote Knogger. Es kennen wahrscheinlich viele, die Pokémon die ersten Spiele Rot und Blau gespielt haben. Sie gehen nach Lavandia, einer Stadt, die sowieso schon sehr gruselig ist, durch diese Musik, wie beim Lavandia-Syndrom. Geht man nur in den Turm, sieht man Geister, weil man noch keine Flöte hat oder kein Band, um diese Geister zu Pokémon werden zu lassen. Dieses Geist ist immer das gleiche, es ist auf Level 20 und es taucht auf. Du kannst es nicht bekämpfen, du musst einfach fliehen vor diesen Pokémon. Kriegst du irgendwann dieses Band oder diese Flöte, wird dieser Geist zu einem Knogger. Laut dem Mythos heißt es, dass Knogger gestorben ist und in diesem Turm wartet, weil es nie seine letzte Ruhe gesucht hat. Es sucht nämlich seitdem den Sohn von ihr, nämlich Tragosso. Tragosso ist die Vorentwicklung von Knogger und es heißt, in einem Mythos sollte man ein Tragosso haben. Spricht dieses Knogger noch mit dir und sagt: Gib ihn mir. Tragosso trägt zum Beispiel den Kopf von Knogger. Tragosso ist dieses kleine Wesen, das diesen großen, schon halb zersplitterten Totenkopf auf dem Kopf hat. Das ist ein und derselbe Helm, den auch Knogger auf dem Kopf hat.
Deswegen heißt es in diesem Mythos, dass Tragosso das Kind vom toten Knogger war und Knogger einfach nur nach seinem Sohn wieder sucht oder seiner Tochter oder je nachdem. Aber ist es wahr? Sucht dieses tote Knogger im Turm tatsächlich nach seinem Sohn, welcher so traurig ist und den Helm von Knogger trägt? Dieser Mythos ist wahr. Im Lavandia-Turm ist es ein totes Knogger und Tragosso ist auch, wenn man den Geschichten und so glaubt, das Kind von Knogger. Allerdings wirst du auch, wenn du ein Tragosso dabei hast und Knogger dich dann im Geisterturm angreift, niemals von Knogger einen Text hören. Du wirst Knogger besiegen können, aber das war's. Er wird dir danach nicht sagen, gib ihn mir. Was ja wahr ist, ist, dass Knogger eindeutig tot ist und die Mutter von Tragosso. Dieser Mythos ist wahr. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, den Marathonläufer schlagen. Im Spiel The Legend of Zelda Ocarina of Time, welches ursprünglich nur für die Nintendo 64 erschien, gibt es ein kleines Minispiel, das wahrscheinlich sehr viele von euch kennen. Man hat nämlich die Chance, einen Marathonläufer in Gerundotal zu schlagen oder im Lauf gegen ihn anzutreten. Finden könnt ihr diesen im Zelt der Baumeister. Aber viele scheiterten an dieser Aufgabe, diesen Marathonläufer zu schlagen. Er war einfach, egal wie schnell sie waren, immer vor ihnen da. Manche hatten es sogar in 50 Sekunden geschafft, was unglaublich schnell ist. Aber er war vor ihnen da. Man hätte sich natürlich hin warpen können, allerdings, wenn man das versucht hat, war das Rennen automatisch zu Ende und es gab keinen Sieger. Doch kann man überhaupt dieses Rennen gewinnen? Kann man wirklich diesen Marathonläufer, der einfach immer vor einem da ist, schlagen? Einige Hacker haben es ausprobiert, den Code des Spiels so zu knacken, um Sachen zu finden, was dieser Marathonläufer sagen könnte, wenn man ihn schlägt. Allerdings gibt es sowas im Spiel nicht. Die endgültige Antwort gab es schlussendlich von Miyamoto selbst. Er sagte, dass es absolut nicht möglich ist, diesen Marathonläufer zu schlagen. Dieses Rennen wurde mit Absicht eingebaut, um den Spieler zu ärgern. Er sollte es einfach immer wieder versuchen und sich daran die Haare raufen, weil es einfach unmöglich war, diesen Marathonläufer in irgendeiner Art und Weise zu schlagen. Denn er passt sich immer den Geschwindigkeiten des Spielers an und ist nur ein Stück schneller. Also, dieser Mythos, den Marathonläufer zu schlagen, ist falsch. Pokémon Kampf der Giganten. Viele kennen wahrscheinlich die Serie von Pokémon. Es gibt dort eine bestimmte Folge, nämlich die Tempelruinen. In dieser Folge kämpft später ein riesiges Gengar gegen ein riesiges Simsala. Außerdem kommt noch am Ende ein riesiges Pummeluff hinzu. Diese sind mit sehr seltsamen Zeichen verziert und können nur aktiviert werden durch besondere Steine und alte Sachen, die man in den Tempeln findet. Daraufhin entbricht ein großer Kampf, der seit Jahren über aufgestaut wurde. Der Mythos bezieht sich nun, dass in dem Spiel Pokémon, und zwar in der goldenen und silbernen Version, dieser Kampf existiert. Denn man soll auf dem Weg zu dem Tempel, zu dem Knofensa-Tempel, eine Erschütterung bemerken. Allerdings erst, wenn man vorher schon in der Pokémon-Liga war. Diese Erschütterung soll mehrmals auftauchen. Und man konnte allerdings nie irgendwas finden. ROM-Hacker haben dann versucht, durch den Wald zu gehen und sind einfach beim Knofensa-Turm immer weiter und immer weiter gekommen, bis sie zu einem felsigen Grund kamen. Alles war dort uneben und sah aus wie eine Höhle. Und mittendrin soll tatsächlich Gengar gegen das Simsala gekämpft haben. Vom Pummeluff war allerdings nirgendwo Sicht. Man konnte nun mit diesen sprechen und diese Pokémon tatsächlich fangen. Die waren alle auf Level 100 und waren viel stärker als ein normales Gengar oder ein normales Simsala. Aber gibt es diesen Kampf der Giganten, der scheinbar eingebaut wurde und nur erreichbar ist, indem man hackt, tatsächlich? Dieser Mythos ist komplett falsch. Es gibt dieses riesige Gengar oder riesige Simsala nur in der Serie. Es wurde in Pokémon leider nie eingebaut und ist deswegen auch nicht möglich, irgendwie zu finden. Es ist einfach immer nur möglich, sie in ihrer normalen Form zu finden und so auch zu fangen. Also, Kampf der Giganten, Pokémon, ist falsch. Thief, The Dark Project, der Superbogen. 1998 veröffentlichte man für den Windows-PC den damals ersten Schleichshooter namens Thief, The Dark Project. In diesem Spiel hat man eine Hauptwaffe, nämlich einen hölzernen Bogen. Der Mythos bezieht sich nun darauf, dass man diesen
Bogen durch ein Upgrade verbessern kann. Und zwar durch den Bow-Upgrade. Daraus würde dann ein Superbogen werden, der viel, viel, viel mehr Schaden macht als der normale Bogen. Und damit eine Waffe sein soll, womit man einfach das Spiel schnell beenden kann und locker spielen kann. Und dann soll es den Superbogen halt mittels ein Upgrade geben. Allerdings gibt es noch eine andere Sache. Auf YouTube gibt es mehrere Anleitungen, wie man dann sonst den Bogen freischalten kann oder wie man überhaupt dieses Upgrade bekommt. Man soll nämlich das Spiel einmal auf Experte durchspielen und dann soll er in schwer erreichbaren Kammern, soll dann dieses Upgrade liegen und auch ausrüstbar sein. Daraufhin soll man dann diesen Superbogen erhalten und das Spiel locker beenden können. Doch gibt es diesen Superbogen tatsächlich? Eine Waffe, mit der man das Spiel einfach gewinnen kann? Wahrscheinlich haben viele Leute das überhaupt probiert, aber dieser Mythos ist falsch. Es hat nie einer geschafft und es gibt auch in den ganzen Videospieldateien keinerlei Anleitung oder kein Upgrade, was den Bogen verbessern soll. Es gibt Upgrades, die den Bogen ein bisschen besser machen, aber nicht zu einem Superbogen. Dieser Mythos ist komplett erfunden und falsch. So, das waren wieder die nächsten Mythen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und ihr schaltet bei den nächsten wieder ein. Bis dahin, tschüss.